Holzsammler und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute habe ich mal Käse für euch im Test. Ja, es gibt bei Lidl Weichkäse in einer Limited Edition. Einmal mit Steinpilz und mit Walnuss. Ich habe jetzt hier einmal die Sorte mit Steinpilz für euch im Test. Einfach, weil ich Pilze liebe. Ich liebe Weichkäse. Ich habe ihn auch, also Weichkäse schmeckt immer am besten bei Raumtemperatur. Also so harten Weichkäse aus dem Kühlschrank, das ist überhaupt nichts. Er muss richtig schön cremig sein. Und ich probiere ihn jetzt hier auch mal für euch. Es steht auch drauf Limited Edition. Ihr findet ihn aktuell bei Lidl. Ich werde jetzt hier mal so ein Stück abschneiden. Wie gesagt, es ist ein Weichkäse mit einer Butter-Steinpilz-Füllung. Also das hört sich doch echt schon mal mega interessant an. Und ja, man sieht ihn hier so. Ihr seht hier richtig schön diese Füllung. Ich werde jetzt hier echt mal so ein Stück abschneiden. Beziehungsweise ich zeige euch das alles mal in einer Großaufnahme. So, ihr seht hier jetzt einmal den Käse mit der Steinpilz-Creme-Füllung. Und ich bin gespannt und schneide hier auch mal so ein Stück ab jetzt. Wie gesagt, er ist sehr schön weich. Das ist hier so ein bisschen jetzt wie Kuchen anschneiden. Ihr seht hier richtig schön diese Schicht. Ja, also ich bin gespannt, Leute. Ich liebe Käse. Käse ist einfach geil. Und wir werden sehen, wie er schmeckt. So, Leute. Die Käsetorte ist angeschnitten. Und ja, wir wollen schauen, wie er schmeckt. Ich mag auch tatsächlich diesen cremigen Käse am liebsten. Ja, wenn er so würzig ist, das mag ich nicht so gerne. So, hier sieht man die Füllung auch mal wieder. Und er ist wirklich richtig klebrig. Ja. Ich liebe Käse. Allein diesen Weichkäse. Und er schmeckt herrlich schön cremig. Ich warte jetzt auf diesen Pilzgeschmack, der jetzt nicht wirklich durchkommt. Ich probiere jetzt hier mal nur diese Creme. Und sie ist echt, sie ist da. Man sieht sie ja. Aber geschmacklich fällt sie jetzt überhaupt nicht auf. Vielleicht hätte diese Füllung noch mal ein bisschen dicker sein sollen. Also es schmeckt wirklich gar nichts von dieser Schicht. Das ist jetzt echt schade. Aber der Käse ist richtig lecker. Der ist richtig schön cremig, wie ein Weichkäse auch ist. Ich kann ihm trotzdem keine ganze 10 Punkte geben. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass diese Füllung geschmacklich ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich würde ihm aber trotzdem auch 8 Punkte geben. Bleibt dran. Ich habe noch die zweite Sorte mit Walnuss im Test und wir wollen mal sehen, wie die so schmeckt.